Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, deutsche Übersetzung von den G-Trends. Heute Version 2.02. So. Und ja. Ich heiße wieder willkommen den Kill Bill. Grüß dich. Und die Mary. Hallo. Grüßt euch. Ja, jetzt ist hier alles richtig bombig. Wir haben jetzt hier einen eigenen Server und das heißt, hier ist kein anderer, der uns stört hier beim Zocken. Huhuhu, ich freue mich so, ich könnte die Zwerge wegschieben. Genau, ich kann ihn nicht wegschieben. Warum kann ich ihn nicht wegschieben? Ja, kein Bock mehr. Das ist doch mal ein dicker Zwerg hier. Also der Pekrater hat ja mal auf die Schnelle mal einen Kalaira-Server fit gemacht, also nicht schlecht. Ja. Großen Dank an dieser Stelle. Und großen Dank an den Server. Und der sogar funktioniert. Flüssig. Ja. Gut, also wollen wir noch fix mal auf die Neuerungen eingehen? Ja, wir lassen erst mal gucken, wo wir jetzt überhaupt lang müssen. Ja, Neuerungen können wir nebenbei noch erzählen. Sicherlich mit den Leuten reden. Huch. Huch. Hm. Da. Ah, du wolltest die Zwerge sprechen. Ja. Wusstet ihr, dass Rocky unser Schutzpatron ist? Sein Schutz lässt uns hier sicher leben. Gut. Ah ja, wir sind auf der Suche nach Rocky sozusagen. Ah nee, nach Bertie. Wir suchen ja nach Bertie. Okay. Also wollen wir mal auf die Änderungen hier noch reinkommen. Ja, und zwar die aktuellste Änderung bezieht ja ein Item, was du gerade angelegt hast. Genau, im letzten Video hatte ich mich ja über ein spezielles Item so aufgeregt, über den Nadelhandschuh. Die wurde mal schnell umgeändert in einen Nietenhandschuh, so wie es auch gehört. Ja. So benannt wurden. So, auch andere Items-Gegenstände wurden nochmal neu umbenannt. So, des Weiteren wurden auch Geister jetzt männlich und weiblich speziell abgetrennt. Also so wie sie halt so richtig als männlich oder weiblich heißen, so werden sie auch angesprochen. Und hier sind wir falsch. Selbständerungen sind auf jeden Fall gemacht worden. Im Intro wurde ein Komma gesetzt, neu komprimiert wurde es. Dann Anzeigefehler Y-Menü wurden behoben. Y-Menü? Ja, da war ein Grafikfehler. Intern jetzt auf 1 reduziert. Oben Mitte. Inventar oder was? Oben Mitte ist das. Oben Mitte. Ja, da wurde irgendwas gemacht. Auch in allen anderen. Also Y minimale Grafikfehler. Intern jetzt auf 1 reduziert. Oben Mitte. Keine Ahnung. Also, wurde gemacht. Es waren wahrscheinlich kleine Grafikfehler. Achso, beim Luftiflug beim ersten Mal, den werden wir noch erleben irgendwann. Da wurde auch der Textanzeigefehler wurde gut. Kibbel fällt mir gerade ein. Kannst du noch ein Stückchen vom Mikrofon wegrucken? Bitte. Okay, kannst du machen, ja. Fällt mir jetzt gerade das auf. Ah, jetzt sind wir noch mit dem Info. Also Marduk wurde jetzt in Marduk umgenannt, so wie es auch wird. Marduk. Ach, gucke, da ist doch Bertie. Achso, dann diese Stelle, die wir gefunden hatten, die der Pick gefunden hatte, mit dem, wo der Hawk gesagt hat, anstatt den Spielenamen. Achso, ja, das ist schon länger behoben, es wurde bloß noch nicht offiziell released, sozusagen. Das haben wir jetzt hier mit drin in dieser Version. So, weiblich ist klar. Dann Dialog im Gefängnis wurde auch nochmal irgendwie überarbeitet. Das mit Adler im Zimmer, wo die da miteinander reden, das wurde auch nochmal gemacht, weil auf Englisch sagte was anderes, wie wir in Deutsch hatten. Deswegen, das wurde jetzt auf jeden Fall richtig angepasst. Grafiken beim Level-Up übersetzten, ja, da wurden beim Level-Up werden wir was Neues sehen. Na, da sind wir mal gespannt. Was genau, weiß ich noch nicht, aber es soll auf jeden Fall sehr neu aussehen, diese kleinen Icons. Ja, das Beste war Text. Ja, gut. Okay, wir sind durch. Ja, wie ihr merkt, war auf jeden Fall wurde einiges getan. Gut, jetzt geht's direkt weiter. Vorsicht! Haltet Abstand oder ihr werdet verletzt. Hier waren wir auch schon. Ja, stimmt. Wir müssen jetzt hier Post, glaube ich, mit dem Daddy reden, oder? Mit wem? Wir haben doch gerade den Boss gemacht, oder nicht? Die Post? Den Boss. Achso. Sucht er nach der. Sollte irgendwo in diesem Tunnel sein. Wartet, ich öffne ihn. Siehst du, hier geht's weiter. Das stellt mich noch aus. Oh, was da sein? Genau. Dann mal los. Viel Spaß. Have fun. Und haut ab. Gutes Zeichen. Junge. Ja, dann tschüss. Ach, geil. Endlich kämpfen. Los. Entschuldigung. Das mal wieder. Typische Tasten. Jetzt wieder Störung. Ja, genau. Typische Safe-Station-Störung hier.
Ja, stimmt. Das ist auch nicht die PlayStation-Steuerung, das ist die amerikanische Steuerung. Oh, ja, so. Was ist jetzt hier geändert? Und zwar wurden jetzt... Grafiken. Die Grafiken. Da wurde... Warte mal, steht immer... Condition, Int, Strength, WC. Ach nee, Lack. Das sieht aus wie WC. Lack. Also irgendwas wurde hier geändert. Ich bin so ganz, eigentlich ist es immer noch Englisch. Er wollte eigentlich, dass es Int, ne, wie Intelligenz, ist ja Deutsch. Mhm. Passt ja auch so weit, ne? Aber jetzt hier drüben zum Beispiel bei... Gehen wir auf Lack, das sieht wirklich aus wie WC. Gehen wir auf Lack, genau. Bei Lack ist zum Beispiel, da müsste GLÜ oder so sein. Verstehst du, was ich meine? Also theoretisch... Naja, ich würde Glück mit GLC abkürzen oder GLK oder so. Entweder, es gibt zwei Versionen, ich habe auch schon zwei Versionen gesehen. Entweder, wie gesagt, hier diese deutschen Begriffe reinmachen oder auch, jetzt kommt's, kleine Icons. Wie zum Beispiel Glück, ein Stern oder so, Stärke, eine Faust oder so. Das ist sogar eine coole Idee. Ja, finde ich sogar ganz gut. Genau, so. die hat er auch schon fertig gemacht, die hat er mir auch schon mal gezeigt. Also die Version gibt's. Wir werden demnächst wahrscheinlich dann diese kleinen Icons mal auch mal sehen in irgendeiner Beta-Fassung. Und dann wird halt dann mehr oder weniger die Leute entscheiden, was halt cooler ist. Ich finde diese Version hier deutsch ausgeschrieben besser, weil es halt originaler, aber gut, ist Geschmackssache. Natürlich sind so kleine Icons auch cool. Ja. Ich würde jetzt Mary einfach Dexter T empfehlen, aus irgendeinem Grund, den ich nicht genau beziffern kann. Dexter T. Also Dex. Genau, Agilität heißt es hier. Ja. Agilität. Okay. Ja. Das ist immer gut. Kann man gebrauchen mit einer Lanze. Also, er hatte zwar gesagt, er hatte das noch reingefügt, ganz zum Schluss, aber wir sehen, das sind immer noch die englischen Orte. Oh. Das ist der Pulver. Vor seinen komischen Igel-Mund, Junge. Aber, weißt du, der Tunnel, der war natürlich alles hier noch zu, aber trotzdem sind ja schon Treppen und so weiter. Ein Gefängnis. Ja. Hat er sie jetzt geteilt? Nee. Nee. Er ist down. Down. Da geht er down. Endlich mal geht's weiter hier. Ja. Ich kann mit dem Typen nach oben. Ey, weißt du, das ist voll blöd, ja? Ist man irgendwann voll, dass man endlich sein Special machen kann. Und man kommt aber nicht dazu, das zu benutzen, weil dann sind die Gegner alle weg. Ja, genau so ging es mir auch ganz klar. Also Stärke kann ich nicht. Vitalität sei auch mal gut. Das ist alles gut. Du musst sowieso alles einmal nehmen, glaube ich, oder? Nee, drei, ja. Maximum. Also du kannst... Bis 3 kannst du das immer wieder hochschieben. Okay. Ich nehme... Condition? Agilität, das ist eigentlich nicht schlecht. Heißt das jetzt Condition oder Continuity? Continuity. Ach, ist egal. Weiter geht's. Con heißt Vitalität eigentlich. Also Konstitution. Konstiti. Ach, keine Ahnung. Ich nix gut Englisch können. Ich nix. Weißt du? Conditioner. Das ist der Conditioner. Das ist das Deodorant. Ich glaube, das ist. Ja, jetzt kann ich das sagen. Okay. So. Wohin jetzt? Ich will hier hoch, ich will Berti retten. Achso, da oben ist Berti. Tatsache. Hi ho. Ja, ich bin Berti. Sicher, ich verkaufe euch Schießpulver. Sagen wir 1000 Luken. Nee, jetzt nicht nein kriegen. Gib mir der. Du hast nicht genug Geld dabei. Verschenken kann ich es nicht. Wir sollten bald aufbrechen. Die Erdbeeren könnten. Was? Die Erdbeben? Okay, Erdbeeren von 3. Genau. Kennt ihr noch die Killer Tomatoes? Zufällig. Ja, ja. Die Killer Strawberries. Ja, die können wieder anfangen. Okay, bitte. Die Erdbeben könnten jeden Moment wieder anfangen. Okay. Ja, ich kam hier runter, um unseren Schutzpatron Rocky zu suchen, aber er ist nirgends zu finden. Nun, ich muss weitersuchen. Bis später. See ya. Sayonara. Und weg ist er. Tja. Da hat doch so das obligatorische Manga-mäßige, diese komische, diese Trainer oder Tropfen über den Kopf gefehlt, so, Mann. Ja, genau. Diese, Haut den Igel eine rein. Oh nein. Gefehlt.
Boom. Bam. Das ist doch immer der Kill Bill auf dem Blitzkopfs Auge. Was macht denn das? Das ist ultimativ, der Move. Mann, ich möchte jetzt mal gucken, was das Item macht, bitte. Das ist ein Zauber. Du kannst du dann eine Zauber ist das. Als Item. Okay. Und zwar irgendwie dieses Einschlafen von den Pilztypen da. Ach so, okay, ja, das macht Sinn. Das für einen Igel zu bekommen. Ach ne, es war ein Pilz, von dem wir das wahrscheinlich haben. Ja, genau. Ja. Finde ich schön, wieder mega auf die Fresse. Ja, weil Kunde sind es ja auf Augen. Finde ich schön, dass er das gemacht hat. Kill Bill macht genauso wie ich im Schattenboxen. Ich glaube, Mary kämpft hier von allen am effektivsten. Guck mal, ist das hin, bevor sie angreift und drückt mich einfach auf den Knopf. Scheiße, wie machst du denn nochmal diesen Super-Move denn hier? Na, den machst du mit das große Menü aufmachen. Weiß wirklich. Also mit hier oben den Knopf. Nee, mit großes Menü aufmachen, wo du am Anfang sonst nur angreifen wolltest. Mit B. Ach so, hier guck. Fledermaus-Auge? Nein, Fledermaus. Fledermaus. Ja, vielleicht heißt die ja Fledermaus. Nein, da stand nicht. Stand da wirklich Fledermaus? Ich hab da Fledermaus gelesen. Ich auch. Und? Das ist aber falsches Menü, oder? Ja, definitiv falsches Menü. Warum? Wo war's denn? Ja, geh raus. Zurück. Ich zeig dir, wo das war. Das ist hier. Auf Y. Ach, Y. Ah, okay. Oder auch nicht. Ah, siehst du? Hä? Nee, nee, doch da. Doch, da. Jetzt kommst du ab. Flottermaus, richtig gesagt. Das ist Flottermaus? Das soll doch Fledermaus heißen, oder nicht? Ja, vielleicht heißt das wirklich, das ist die, wie bei Pokémon, das ist nicht die Elektromaus, nein, das ist Pikachu. Warte, und deswegen... Lass uns mal die Fledermaus nachher genau gucken, was da dort steht, wenn das wieder das nächste Mal so eine Fledermaus ist. Ja. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen verflottert. Das sollte bestimmt Fledermaus heißen. Vielleicht ist es auch bloß ein Gag. Nein, glaube ich nicht. Da ist der Special zu genau, das glaube ich nicht. Lass mal bei der nächsten Fledermaus gucken, was da dort steht, ob da Fledermäuse steht, okay, oder nicht. Weil hier steht der Dösgoblin oder sowas. Das Dösgoblin, ja. Dösgoblin, oder? So stand doch so da, oder? Oh, jetzt hab ich Special. Das ist immer voll doof, ne? Immer wenn ich Special hab, dann... Erdmünze. Das hat den Erdmünze, ja. Immer wenn ich Special hab, sind alle doof. Bioschleim? Das hab ich hin. Ja, die hießen auch im ersten Teil von Secret of Mana auch Bioschleim. Ja? Ja. Aber die Igel hießen anders, die hießen noch Minus. Ach nee, auf den Minusfeldern waren die. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Minus, das heißt Minus, sag ich doch. Ja. Oh Mann, stopp, wenn ich du dummer Arsch, Igel. Nur verschiedene Namen. Der Igel, der hat jetzt, hieß jetzt Minus und vor uns hieß er doch irgendwie anders, oder? Muss mal auf die Namen achten. Voll verschieden. Ja, das kann ich dann in meiner Aufnahme besonders gut machen. Weil dann kann ich nämlich Pause drücken, das kann ich ja nicht. Alter, verbrenn du. Oh. Deswegen nehmen wir es ja auf und dann kann man wieder Pause drücken. Richtig. Und die Leute dürfen uns das dann erzählen, ob das dann Quatsch ist oder cool, nicht. Endlich habe ich mal wieder ein Level. Ich kann alles aufladen. Ich nehme unbedingt Vitalität, ey, ohne Mist. Wenn ich mal euch da angucke, ja, gerade Kill Bill, ja, der ist der absolute Held, was Vitalität angeht, ey. Der spielt auch Kenwood, der normal, oder? Ich hab einen Bonbon, juhu! Apropos Bonbon, könnte ich mir eigentlich gleich mal eins genehmigen? Wir haben noch ein paar dabei, oder? Ja. Hast du einen Timer gestellt? Ich habe den Timer mit dem Aufnahmeprogramm integriert. Okay. Kannst du mir auch eins geben? Gerne. Also ich kann euch einmal, ich schmeiß jetzt hier eine Runde Bonbons. Ja! Schmeiß mal eine Runde Bonbons. Und die Erdbeerbeben. Ja. Erdbeerbeben. Die Killer-Erdbeeren schlagen zurück. Dös. Ach so, Dös ist dieser Freund, dieses, der Goblin hier, Dös-Goblin oder was das dann? Ja, genau, der Dös-Kopf. Mukus-Schuss, was ist denn? Das ist Mukus-Schuss? Was war das? Das ist ein Angriff von dem, so ein Art Zauber. Ja, links oder unten? Ja, ich würde sagen, links. Okay. Okay. Oh, wir sind in Time. Das ist ja cool, da können wir jetzt den Screen noch beenden. Ah. Bevor wir dann sehen, ob wir Berti finden oder nicht. Okay.
Na komm, den Kampf machen wir jetzt auch noch, ja. Ist egal. Es geht jetzt wahrscheinlich noch irgendwie 10 Spins so weiter. Lass den Kampf machen wir jetzt auch noch. Den machen wir jetzt auch noch. Jo, geht ab, Mann. Juhu. Ja. Also, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn das wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Version 2.02. Ja. Ich möchte nochmal verweisen auf die offizielle Webpräsenz von Secret of Mana 2.de. Genau. 2 als Zahl, ne? Ja. Und wir laufen hier noch weiter wie die kleinen Sackratten rum. Ja. So machen wir das. Ja. Achso, wir müssen uns ja auch noch verabschieden, ne? Also, genau. Macht's gut, bis dahin, euer Tschaußen. Tschüssi. Tschüss. Ciao.